Der Südtiroler Bauernbund hat sich für seine heurige Landesversammlung ein Motto ausgedacht, das die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft unterstreicht. Nämlich: Landwirtschaft sind wir alle. Inhaltlich war diese 66. Landesversammlung in Bozen reichhaltig. Zum einen wurden die jährlichen Bergbauernpreise vergeben, zum anderen die gesunde Ernährung thematisiert. Der Pferdefleischskandal ist nur der allerjüngste. Viele andere Lebensmittelskandale gingen ihm voran. Versorgungssicherheit kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden und Südtirol ist in dieser Beziehung noch eine Insel der Seligen. Hier kennt der Bauer seine Kuh noch per Namen, hier kann der Konsument exakt nachverfolgen, woher die Produkte stammen und wie sie wuchsen. Und genau diesen kleinen regionalen Kreisläufen gehört die Zukunft. Ich denke, dass wir vor allem mit unseren Partnern, dem Tourismus, den Köchen und allen Konsumentinnen und Konsumenten wirklich hier punkten können, weil unsere Lebensmittel gesund, nahe produziert werden und eigentlich ohne großen Aufwand eben auf den Tisch gebracht werden können. Die Zukunft hängt von der Landwirtschaft ab, sagt denn auch der Schweizer Gastreferent David Bosshardt. Sie sei der Hüter der Landschaft, der Ernährung und der Gesellschaft. Denn alle Kultur ist ja letztendlich gewachsen, sie kommt aus dem Boden heraus. Sie können sagen, alles Gute kommt vom Boden heraus, nicht vom Himmel herab. Neben dem zentralen Punkt gesunde Ernährung, der Schwerpunkt Flächenschutz. Wir wissen, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viele Kulturgründe verbaut haben, verbraucht haben, nicht nur in Südtirol, weltweit. Und ich denke, dass wir hier unbedingt eine Allianz zwischen verschiedenen Verbänden, Organisationen und der Politik schmieden müssen, um einen Flächenschutz zu betreiben. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir in 2 Generationen keinen Quadratmeter Grund mehr zu verbauen. Voraussetzung für die Erhaltung traditioneller Bausubstanz, ein verständliches Raumordnungsgesetz und ein wirksamer Ensembleschutz. Sie müssen Traditionen pflegen und Innovationen immer sehr sorgfältig weiterentwickeln. Warum? Weil alles, was Sie einmal preisgeben, wird nie mehr zurückkommen. Im Sinne der Erhaltung alter Bausubstanz greift seit nunmehr 6 Jahren die Stiftung Dr. Steinkeller ein. Dank finanzieller Unterstützung soll alten Gebäuden neues Leben eingehaucht werden. Heuriges Förderprojekt mit 15.000 Euro, der Wittighof der Familie Niederegger aus dem 15. Jahrhundert, oberhalb von Lars, der nun ein Schindeldach erhalten wird. Stellvertretend für die über 6.000 Bergbauernfamilien wurden dann für mustergültige Leistungen 3 Familien die Raiffeisen Bergbauernpreise verliehen. Zum einen der Familie Klotz vom Stuberhof in Bawiegel oberhalb von Lana. 106 Erschwernispunkte werden dem Hof zuerkannt, der nun auch mit Ferienwohnungen zu einem mustergültigen Betrieb ausgebaut wurde. Preisträger auch die Familie Elle Costa aus dem Weiler Taibun oberhalb von Enneberg auf 1550 Metern Meereshöhe und entsprechend steilen Wiesen. Vorbildlich bewirtschaftet sei auch der Gemassenhof bei Tartsch oberhalb von Malz, ein Hof, der auf Zuerwerb angewiesen ist. Das größte Problem für die Familie Telser ist die Trockenheit. Der Bergbauernpreis, ein sichtbares Zeichen öffentlicher Wertschätzung, denn von erfolgreicher Landwirtschaft profitiere letztlich jeder. Übrigens wird der Sender Bozen am Samstag, dem 9. März, eine Dokumentation über die neuen Bergbauernpreisträger 2013 senden, in genau 2 Wochen also.